Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu LibGDX Spieleprogrammierung in Java. Heute geht es um Soundeffekte. Soundeffekte sind so ziemlich eins von den wichtigsten Dingern, wie ich persönlich finde, wenn es um Spiele geht. Ich meine, stellt euch mal Witcher 3 vor, wenn man keinen Soundeffekt hat, dann hört man keine Vögel zwitschern, aber man hört auch nicht, wie das Blut von den Gegnern auf den Boden spritzt. Ja, wäre ziemlich langweilig und deswegen gibt es Soundeffekte. Soundeffekte sind ziemlich cool und ja, auch extrem wichtig. Achtung, wir werden hier Soundeffekte behandeln. Musik gibt es wahrscheinlich im nächsten Video, also auch längere Soundeffekte. Das ist der kleine Unterschied. Also bei Musik wird alles gecached, das heißt vorgestreamt sozusagen. Ihr werdet also nicht die ganze Zeit oder eure ganze Datei in den Arbeitsspeicher kopieren, weil die teilweise einfach viel zu groß ist und euch deswegen nur Probleme macht, sondern ihr werdet bei Musik dann nur einen Teil reinkopieren und das Ganze wird dann immer weiter vorgestreamt. Bei Soundeffekten kann man ruhig alles in den Arbeitsspeicher schreiben, zum Beispiel hier unsere Schwert.mp3-Datei, die hat gerade mal 23,8 Kilobyte, ist also ganz okay. So, was wir brauchen, ist hier diese Schwert.mp3. Wie bekommt ihr die? Ihr kopiert sie wieder mal in den Android Asset Folder. Da ist sozusagen euer ganzes Zeug drin und dieser Asset-Ordner hier von Desktop, den wir benutzen werden, der ist ja ohnehin hier verknüpft worden. Also sozusagen, was ihr in Android-Asset-Folder schreibt, kommt auch hier dann wieder raus. Vergesst nicht, ihr seht es nicht direkt, wenn ihr es reinkopiert habt, sondern ihr müsst hier auf Refresh gehen oder wenn ihr erst Eclipse danach startet, dann ist es auch kein Problem. Gut, also Refresh und wir haben unser Schwert.mp3. Zur Verfügung. So, was wir jetzt machen werden, ist folgendes. Wir werden hier einen Sound generieren. Sound. Und ihr habt die Möglichkeit übrigens, MP3, also MP3, OGG-Dateien und Wave-Dateien zu benutzen. Wir haben jetzt hier nur eine MP3-Datei. Die bekommt ihr übrigens aus dem Internet. Ziemlich kostenlos eigentlich. Oftmals müsst ihr euch dafür anmelden, aber das macht, glaube ich, nichts. Kostet trotzdem nichts. Gut. Was wir machen, ist Sound gleich GDX. So, und wie hätte man es besser nennen können als Audio.newSound? Und dann müsst ihr hier einen Filehändler reinpacken. Naja, Filehändler hatten wir jetzt schon ein paar Mal. GDX.files.internal. Und dann habt ihr hier einen String dafür da. Den finden wir unter data slash. Was ist denn hier auf meiner Tastatur? Ist ja eklig. Okay, Entschuldigung. Data slash m. Nee, wie habe ich es genannt? Schwert.mp3. Okay, so. Und jetzt noch ein Semikolon rein und euer Programm sollte glücklich sein, abgesehen davon, dass es Sound nicht erkennt. Deswegen hier auf Import gehen und wir haben unseren Sound schon drin. So, jetzt haben wir nur noch den Fehler, dass wir Sound noch nie benutzen. Und ganz einfach wird es, wenn wir den Sound abspielen wollen, nämlich dann schreiben wir einfach Sound.play. Fertig. So, der Trick ist jetzt natürlich, dass wir hier nicht die ganze Zeit den Sound abspielen möchten, sondern immer nur, wenn wir gerade mit unserem Schwert was machen. Und wann machen wir was mit unserem Schwert? Naja, wir sagen, scrollen wir mal ein bisschen runter. Hier irgendwo gibt's, das sind die Laufdinge. Hier, attack.start. Hier können wir also auch unsere Soundanimation starten. Das heißt, wir schreiben hier einfach sound.play. Jetzt haben wir das Problem, dass der Sound nicht erkannt wird, deswegen müssen wir den wieder nach oben schreiben, also da, wo die ganzen Variablen sind. Okay, hier steht nur noch Sound am Ende und hier haben wir einen Sound. So, und jetzt haben wir überall drauf Zugriff. Jetzt können wir hier auch sagen, ich möchte den Sound bitte abspielen. Und zwar jedes Mal, wenn es einen Touchdown gibt. Nein, wir sprechen nicht von... was war das für eine Sportart? Egal. Auf jeden Fall, wir sprechen hier von Mausklick links. So, und wenn der Mausklick links wieder aufhört, das heißt, wenn die linke Maustaste losgelassen wird, dann wollen wir, dass der Sound aufhört zu spielen. Ich zeige euch erstmal, was jetzt aktuell gerade passiert. Mal gucken, wie ich das mit dem Sound hinbekomme. Ich habe leider keine Boxen, ich habe nur ein Headset, aber ich glaube, ihr versteht es dann trotzdem, was ich hier gemacht habe. Okay, wir speichern das jetzt erstmal so, wie es jetzt aktuell ist, denn wir loopen das Ganze jetzt nicht. So, und hier haben wir unser Spiel, das ich natürlich erstmal wieder verschieben muss. Okay, so, jetzt halte ich mal meine Kopfhörer hier an euch dran. Aber ich muss auch nur einmal kurz draufklicken und dann kommt schon der Sound raus. Das ist zwar ganz angenehm, aber wenn ich drauf bleibe, dann möchte ich natürlich auch noch, dass der Sound weitergespielt wird. Nicht nur einmal, sondern kontinuierlich. Also wenn ich drauf bleibe, soll bitte schwing, schwing, schwing rauskommen. Und das soll dann auch bitte so bleiben. So lange, wie ich eben da drauf drücke. Ja, mit Sound.play spielt ihr euren Soundeffekt genau ein einziges Mal ab. Das mag ganz gut sein, wenn man für jeden Angriff einmal linke Maustaste klicken muss, dann passt es ganz gut.
Aber wenn man, wie bei uns im Spiel, permanent auf der linken Maustaste bleiben muss, damit man einfach ja, hier eine Attacke durchführt, dann möchte man eher eine Sound Loop abspielen. Eine Sound Loop funktioniert ein bisschen anders. Und da sagen wir dann einfach, wir haben hier nicht Sound.play, sondern Sound.loop. So, jetzt haben wir aber die Schwierigkeit, wir wollen den Sound auch wieder abstellen. Wir können nämlich mehr als eine Loop starten. Wir können jetzt hier 100.000 Loops starten und jedes Mal wird eine neue ID hier rausgeschmissen. Das heißt, wir haben dann am Ende hier eine ID. So, die wird als long übrigens ausgegeben, nicht als normale ID oder als Integer. Aber wir sagen jetzt hier einfach mal nur ID gleich Sound.loop. Wir brauchen nämlich hier oben dann noch was und zwar ein long ID. Oder Sound-ID, nennt sie, wie ihr wollt. Okay, und jetzt haben wir hier über diese ID Zugriff auf diesen Sound, der gerade die ganze Zeit am Spielen ist. Wenn ich das jetzt starten würde, dann passiert einfach Folgendes. Ihr könnt gerade mal kurz zugucken. So. Ja. Es spielt einfach die ganze Zeit weiter, egal ob ich draufbleibe oder nicht. Das ist natürlich nicht unbedingt in unserem Sinn. Deswegen, wir wollen hier natürlich auch wieder was zum Stoppen haben. Und das machen wir eben genau mit dieser Loop. Okay, deswegen sagen wir hier Sound.loop.stop. Und dann habt ihr schon gesehen, unten drunter gab es noch die Möglichkeit, hier eine ID einzugeben. Dann geben wir hier einfach die ID an. Und schon hört der Sound auf zu spielen, wenn wir den Button loslassen, also die linke Maustaste. Gut, jetzt starten wir das Ganze mal wieder und so soll es dann bitte auch bei uns bleiben. Hört sich so an und wenn ich loslasse, hört der Sound auch wieder auf. Wunderbar, wenn ich aber mittendrin loslasse, dann hört der Sound auch mittendrin auf. Und das soll ja irgendwie auch, ist es ein bisschen spaßig. Zum Beispiel hier unsere Animation hört ja auch genau in der Mitte auf. Also wenn ihr irgendwie zu blöd seid zum Schlagen, dann hört eure Animation und euer Sound genau in der Mitte auf. Perfekt, so soll es sein. Und ja, das ist sozusagen, wie man mit diesen ganzen Sounds umgehen kann. Ein paar Kleinigkeiten möchte ich euch aber noch kurz dazu zeigen. Und zwar, wir können hier den Pitch verändern. Also wir sagen hier zum Beispiel, wenn man irgendwie länger schlägt, dann verändert sich der Pitch, keine Ahnung. Da findet ihr sicher eine schöne Anwendung dafür. Sound.setPitch hier unten. Und dann können wir hier die Sound-ID eingeben, also wirklich unsere ID wieder und dann den Pitch auf zum Beispiel 0,5 Float stellen. Das bewirkt Folgendes. Wir können es uns gerne mal kurz anhören, besser gesagt, als angucken. Eigentlich könnte ich das Feld jetzt sogar hier drüben lassen. So, hört sich dann so an. Ja, ist ein bisschen zu langsam immer noch, also vielleicht sollten wir hier, wenn wir so schnell schlagen, das Ganze ein bisschen schneller laufen lassen, also stellen wir unseren Pitch lieber hoch als runter, zum Beispiel auf 2. Ja, okay, probieren wir nochmal kurz aus. Ups, das war die falsche App, die wollte ich nicht starten. So, hallo? Ach, da ist es. Okay, sehr schön. Ja, jetzt hört es sich eher an wie so ein kleines Küchenmesser. Also ihr könnt mit dem Pitch ein bisschen rumspielen und einfach Spaß haben. Okay, was wir noch machen können, ist natürlich, wir können die Volume setzen. Und die Volume ist ein sehr mächtiges Instrument. Also deswegen gibt es da auch konstant eigentlich irgendwelche Einstellungen, wie laut man gerne die Sachen haben möchte. Und ich würde euch da wirklich bitten, wenn ihr ein Spiel macht und das dann wirklich auf den Markt bringt, dann macht eine Option, wo man die Lautstärke hier, also die Volume setzen kann. Das wäre doch ganz hilfreich. Okay, was wir machen wollen, ist jetzt die Volume wieder setzen über ID. Und ja, eins ist der Standard. Wenn wir mehr als 2 setzen, dann wird es extrem laut. Und wenn wir weniger als 0,5 setzen, dann wird es immer wieder ein bisschen leiser. Aber je nach System kann es dann trotzdem mal ganz passend sein. Okay, werde ich euch jetzt aber nicht vorführen, weil Volume könnt ihr eh nicht so richtig erkennen. Mit meinen Kopfhörern ist nicht ganz so optimal. Was wir auch noch machen können, und jetzt wird es spaßig für die Leute, die gerne Shooter spielen, wir können hier unseren Pan setzen. Pan bedeutet, wir geben an, wo wir gerne unseren Sound abspielen möchten. Also hier haben wir als erstes mal einen Float-Wert zwischen 1 und minus 1. Minus 1 wäre komplett rechts auf dem rechten Ohr nur. Und 1 wäre komplett auf dem linken Ohr. 0 wäre in der Mitte, also quasi wo sich euer Soundeffekt befindet sozusagen. Brauchen wir aber noch einen zweiten Parameter, nämlich zum Beispiel 1F, die Lautstärke wieder mal. Und jetzt könnt ihr das gerne mal ausprobieren, wenn wir hier die Lautstärke nämlich auf 0,5 setzen.
Ja, probiert es einfach mal aus. Das kann ich euch jetzt sehr, sehr schlecht zeigen. Das gibt sozusagen an, wo sich der Sound in eurem Gehör befindet am Ende oder in euren Lautsprechern. Man muss allerdings bei manchen Kopfhörern ein bisschen genauer hinhören, weil ja logischerweise nicht komplett, also wenn der Sound rechts kommt, hört man ihn auf dem linken Ohr trotzdem noch ein bisschen. Okay, das war's eigentlich für Soundeffekte. Ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao!